Unter wolkenverhangenem Himmel begrüßt uns die am Ufer der Rhone liegende kleine Stadt Pont-Saint-Esprit. Nur in diesem nicht wirklich attraktiv erscheinenden Ort fanden wir noch eine Unterkunft im Oktober. Herbstlicher Landregen begleitet am nächsten Morgen die kurze Anfahrt zu einem der Höhepunkte südfranzösischer Landschaft, der Ardèche. Bei diesem Wetter erscheint uns das Befahren einer grandiosen Panoramastraße sinnlos. Wir beschließen, uns stattdessen zunächst der Region Ardèche von unterhalb der Erdoberfläche zu nähern und reihen uns ein in eine tapfere kleine Touristengruppe, die danach strebt, der Höhle Avondognac einen Besuch abzustatten. Hinunter geht es über reichlich steile Treppen. Nur einen kleinen Teil der insgesamt erkundeten 4 Kilometer langen Höhle hat man insoweit begehbar gemacht, dass der neugierige Tourist jenseits von Emotion und Kondition eines Höhlenforschers Avondognac besuchen kann. Circa eine Stunde dauert die geführte Besichtigungstour für all die nicht sportlich Gestellten in die Tiefe und durch dunkle Gänge. Wir erreichen den ersten Höhlensaal. Er verfügt über eine Deckenhöhe von 35 Metern, eine Länge von 125 Metern und eine Breite von 90 Metern. Stalagmiten und Stalaktiten, Kristallgebilde aus Kalkstein, präsentieren hier passend beleuchtet die künstlerische Schöpfungskunst der Natur. Das unablässige Zusammenwirken von Kalkstein und Wasser und daraus erfolgende chemische Reaktionen haben über den Zeitraum von vielen tausend Jahren aus ehemals festem Gestein Kunstwerke ziselierter Säulen entstehen lassen. Schrittweise hinunter bis zu einer Tiefe von 120 Metern laufen wir zusammen mit der kleinen Gruppe anderer interessierter Besucher. Während ich mich auf glitschigen Stufen immer weiter hinunter taste in das sichtbare Innere der Erde, denke ich daran, wie schwer mir, der gänzlich unsportlichen einst vor circa 20 Jahren, der erste Besuch in dieser Höhle mit den vielen steilen Treppen in Erinnerung blieb. Heute belastet mich eigentlich nur noch der Transport der viel zu schweren Kamera. Tapfer schaffe ich es, dank ihrer Technik, zumindest ein wenig der Eindrücke zu konservieren, die sich uns in großen, nahezu theatralisch von der Natur gestalteten, riesigen Sälen eröffnen. Für die Hochfahrt aus der Höhle gibt es inzwischen einen Aufzug. Im zur Höhle gehörenden kleinen naturhistorischen Museum begegnen wir der Geschichte der europäischen Höhleneroberung. Sie beginnt vor circa 3 Millionen Jahren damit, dass der Mensch sie als Rückzugsgebiete zu nutzen weiß. Jäger, Sammler und Nomaden hinterließen ihre Spuren mit allmählich herangewachsenen Fähigkeiten, sich die Natur zu nutzen zu machen.
Dem schlechten Wetter trotzend erreichen wir schließlich die Panoramastraße entlang der Region von ihrem nördlichen Ende, die Straße, die dem Autofahrer die Schönheiten der Adesch-Schlucht relativ bequem serviert. Immer noch bedecken kompakte Wolken den Himmel. Der Regen hat nachgelassen, aber nicht aufgehört. Während sich die Schleusen des Himmels allmählich verschließen, die Sicht dennoch die sich bleibt, fahren wir von einem Aussichtspunkt zum anderen. Vorläufiger Höhepunkt entlang der Straße ist der Pont d'Arc, eine natürliche Felsenbrücke oberhalb des von Kanufahrern heißgeliebten Gewässers. Der 59 Meter breite Felsbogen überschwand den Fluss in einer Höhe von 34 Metern. Die Adesch mit ihrer eindrucksvoll inszenierten Landschaft aus dem schmalen Fluss unten und der Panoramastraße am Hang der Felsen begrenzt das östliche Ende der Cevennen bzw. das Massiv Central im südlicheren Frankreich. Absoluter Höhepunkt ist der von der höchsten Stelle der Panoramastraße aus einzusehende Cirque de la Madeleine, die berühmteste Kehre des Flusses, der sich hier in das Felsgestein eingegraben hat. Auch jetzt im Oktober sind wir nicht die Einzigen, die in atemberaubende Tiefe von herber Schönheit starren. Das unweigerliche Ende der diesjährigen Feriensaison demonstriert der wabernde Nebel, der aus der Tiefe hochsteigt und die reizvolle Landschaft mit schemenhafter Mystik versieht. Fast nur noch Fremde sind jetzt in der französischen Provinz unterwegs. Dass zumindest in Frankreichs Binnenland die Saison mit dem September jährlich endet, wird unsere Bequemlichkeit im weiteren Verlauf unserer Reise immer wieder ärgerlich beeinträchtigen, und sei es, dass in hübschen Ferienorten trotz perfektem Wetter kein einziges Restaurant, kein Bistro und kein Café mehr geöffnet haben.
Zwischen was? Von der kleinen Ortschaft Saint-Martin-d'Andèche blicken wir auf die kompakten Mauern von Aiguillèze, eines offensichtlich das Mittelalter konservierenden Dorfes. Das will ich kennenlernen. Wir erreichen Aiguillèze über eine 1905 errichtete Hängebrücke, die die Andèche seither überspannt. Unser Ziel ist zunächst der auch aus der Ferne sichtbar gewesene Bergfried aus dem 11. neuzeitlichen Jahrhundert, noch älter ist der Turm. Zerstört wurde die uralte Burg während der 80er Jahre des 14. Jahrhunderts, zerstritten hatten sich die Barone von Aiguillèze und die Grafen von Viviers während des Kreuzzuges der Albigenser gegen Papst und König. Das gegenwärtig so herrlich konservierte Gefüge des Dorfes prägt die ländliche Form der Renaissance-Architektur, mit der Aiguillèze nach dem Albigenser-Konflikt wieder belebt wurde. Der bereits fortgeschrittene Nachmittag eines herbstlichen Regentages hat die wenigen ausländischen Touristen, die heute nach hier gekommen sind, bereits wieder zu ihren Hotels zurückkehren lassen. Die Einheimischen sind längst damit befasst, zu überprüfen, ob die Heizung noch in Ordnung ist. Aiguillèze schmückt sich mit dem begehrten Titel, eines der schönsten Dörfer Frankreichs darzustellen, und dies allemal zu Recht. Nur rund 230 verzeichnete Einwohner können sich der Ehre erfreuen. Fast alle der granitverkleideten Wohnhäuser, die so ansprechend restauriert für das Mittelalter im südlichen Frankreich stehen, haben viele Jahrhunderte lang dem endgültigen Verfall getrotzt. Malerisch aufbereitet, lassen sie den Besucher zum Teilnehmer einer Reise zurück in beschauliche Zeiten vor 600 bis 800 Jahren werden. Wir stehen vor dem einzigartig erhaltenen römischen Monumentaltor von Orange. Nur ein Katzensprung über die perfekte Route National 7 war die Fahrt von Pont-Saint-Esprit nach hier zum nördlichen Ende der Provence, deren Besuch ansonsten nicht zu unseren Zielen auf dieser Reise gehört. Der Triumphbogen entstand im ersten neuzeitlichen Jahrhundert unserer Zeit, als das Imperium Romanum seine erhabensten architektonischen Glanzpunkte zu setzen verstand. Er schmückt sich mit korinthischen Säulen und mit perfekt ausgearbeiteter Reliefkunst rund um die Welt des geheiligten Meeresgottes Poseidon. Moderne Historiker vermuten, als Grund für die Errichtung Caesars große Siege während der damaligen Seekriege. Wir laufen in Richtung Innenstadt, galt Orange während römischer Zeit als angesagte von den Galliern eroberte Metropole, ist es heutzutage nur noch eine französische Kleinstadt mit rund 28.000 Einwohnern und mit erhaltenen Erinnerungen an das Römische Reich. Während der sommerlichen Ferienzeit füllen sich die beschaulichen Straßen dieses Städtchens mit unendlichen Touristenscharen. Jetzt im Oktober teilen sich die unermüdlichen Kulturtouristen, hauptsächlich aus dem Ausland, die gemütliche Innenstadt von Orange nur noch mit den Bürgern der Stadt. Alle Touristen haben hauptsächlich nur ein Ziel, das Römische Theater. Wohl restauriert, erwartet der stattliche Koloss aus dem letzten Weltreich der Antike seine Besucher.
Durch bis heute solide erhalten gebliebene Mauern haben wir das weite steinerne Auditorium des Theaters erreicht. Von der Bühnenseite aus überwacht immer noch die Statue des Imperators Augustus aus dem ersten neuzeitlichen Jahrhundert souverän die Szenerie. Einst bedeckten feine Marmorverblendungen die jetzt angenagte Bühnenmauer, Statuen und Säulen, der ganze Glanz römischer Architektur umrahmte das Abbild des Kaisers. Die ansteigenden Ränge füllten sich mit prächtig gekleideten Besuchern, sie verfolgten das Geschehen auf der weitläufigen Bühne. Kein Problem war es, für die Theaterregisseure der Römer ihre Inszenierungen perfekt ablaufen zu lassen. Die Bühne funktionierte mechanisch und diese Mechanik schaffte es bereits vor 2000 Jahren, Schauspieler und Sänger aus der Tiefe hochzuhieven und wieder im Untergrund zu versenken. Dort, wo jetzt gnadenlose Sonne oder strömender Regen einen aktuellen Theaterbesuch nicht immer mit Annehmlichkeit ausschmückt, schwebte damals ein über alles gespanntes riesiges Sonnensegel. In den dunklen, geheimnisvoll wirkenden Räumen hinter den Zuschauerrängen lagerten zur römischen Zeit Ausstattungsstücke für die Aufführungen. Andere Räume dienten als Pausenaufenthalt für die Darsteller. Die Gegenwart nutzt die robusten Zimmer für die Inszenierung nahezu mystisch anmutender Videoinstallationen aus der Welt des Theaters für herumschnüffelnde Touristen. Seitlich des Theaters hat sich die Ruine eines Tempels erhalten. Man vermutet hier ein einstig monumentales Nymphenheiligtum aus den Anfängen des 2. Jahrhunderts nach der Zeitenwende. Angeblich nicht ermittelt werden konnte, welchem Gott des römischen Pantheons hier tatsächlich gehuldigt wurde. Auf der Rückfahrt von Orange nach Saint-Esprit besuchen wir die Krokodilfarm der kleinen Stadt Pierlat. In einem 8000 Quadratmeter messenden Tropenhaus hat man hier eine artgerechte Umgebung für 10 Krokodilarten und für Riesenschildkröten geschaffen. Vor unseren Augen ruhen meistens wie ausgestopft erstarrte Krokodile vom afrikanischen Nil, teilweise albinisch mutierte Alligatoren aus dem Mississippi und Kaimane aus dem südamerikanischen Guyana. Thank you.
Bewegen sich all die gepanzerten Riesenechsen, schwimmen sie gar durch ihr künstliches Paradies, vermittelt sich dem Besucher im südfranzösischen Pialat die ganze tropische Heimat der Krokodile, ohne selbst von ihren gewaltigen Zahnreihen zerrissen werden zu können. Dem Besucher geschieht nichts, selbst dann nicht, greift er hinein in den mysteriösen Kasten, der ihm Tuchfühlung mit der stets kalten, glatten Haut der Echsen suggeriert. Und so verbleibt ihm Muße, sich mit dem Anblick der sich scheinbar friedlich und betulich bewegenden Riesenschildkröten zu befassen. Diejenigen, die sich hier versammeln, leben auf den Seychellen, auf Galapagos und im Bereich der afrikanischen Flüsse Nil und Niger. Den Spätnachmittag verbringen wir in Viviers, einem der kleinen Orte des Rhonetales zwischen Valence und Orange. Als vom Tourismus übersehen, beschreibt mein recht kurz gefasster Dumont-Reiseführer das rund 3.500 Einwohnerstädtchen. Viviers entstand während des 9. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Stadtrechte verlieh im Jahr 877 Karl der Kahle dem Ort.
In der Oberstadt steht auch die Kathedrale Saint-Vincent. Ihre mittelalterlichen, trutzigen Mauern stehen für die Verbindung von Rittertum und Kirche, die während des frühen zweiten Jahrtausends perfekt harmonierte. Alle Bischöfe haben die alten Chroniken aufgezeichnet. Sich gleichzeitig dem Schutz sowohl kirchlicher wie weltlicher Herren sicher, entwickelte sich das nie wirklich prosperierende Vivier unterhalb seiner schützenden Felsen, ein ganzes Meer der Dächer uralter Bürgerhäuser entlang schmaler Gassen vermittelt sich bereits aus dem Blickwinkel der Oberstadt. Wenn es auch eigentlich so rüberkommt, Vivier ist kein Freilichtmuseum. Hinter all den robusten Mauern leben immer noch Menschen. Hier leben sie fernab der glitzernden Hauptstadt unseres zentralistisch geprägten Nachbarlandes, ein beschauliches Dasein, genauso wie in all den anderen winzigen alten Orten, die für den Charme von Frankreichs weitem Süden bekannt sind.